Gestern war ein großartiger Tag, wir waren auf Reisen. Urlaubserinnerung war das Motto. Es wurden tolle Gerichte auf den Tisch gebracht. Man hat die Emotionen schmecken können, man hat sie sehen können und es hat sehr viel Spaß gemacht. Elke hat sich gestern den Tagessieg zum dritten Mal in Folge geholt mit einem wundervollen Kabeljau. Der Fisch war auf dem Punkt, es war ein ordentliches Stück, es war knusprig, hat sehr gut geschmeckt, alles wirklich exakt abgeschmeckt. Ja, was soll ich sagen, Tagessieg, ich bin sprachlos, ja, hätte ich nie mitgerechnet. Maurizio musste sich gestern entscheiden zwischen dem Gericht von Roberto und dem Gericht von Tom. Es hat zwar, glaube ich, nicht ganz so ausgesehen, wie ich mir das vorgestellt habe, aber das ist ja sozusagen hier auch immer den 35 Minuten geschuldet. Ja, hätte man vielleicht ein bisschen feiner schneiden können, sag ich mal. Und gleichmäßiger, aber sieht sehr lecker aus. Aber im Endeffekt bin ich total zufrieden und total froh, dass ich weiter bin. Ich habe mich tatsächlich gegen den Wolfsbarsch entschieden, lag einfach persönlich daran. Der Spargel war mir ein bisschen zu weich gekocht und die Estragon-Soße hätte mehr Estragon-Noten haben dürfen. Liebe Elke, lieber Tom, ich drücke euch für das Finale alle Daumen, die ich habe. Ja, nach dieser grandiosen Woche, meine Damen und Herren, möchte ich Sie begrüßen zum Wochenfinale in der Küchenschlacht. So, Elke, 4 Tage warst du vor mir, jetzt am Finaltag, da werden die Karten nochmal neu gemischt. Mal schauen, was am Ende rauskommt. Wir kochen heute zusammen im Finale. Wir sind aber jetzt diese Woche so zusammengewachsen, dass ich denke, wir kochen nicht gegeneinander, sondern wir kochen für Thomas Martin und der Bessere wird gewinnen. Ja, und dann geht's jetzt auch los. Das Wochenfinale mit Tom gegen Elke. Der Sieger kommt in die Champions League und hat die Chance, ins Jahresfinale zu kommen. The winner takes it all. Nachmittag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zum großen Wochenfinale hier bei der Küchenschlacht. Und ich habe die große Ehre, neben diesen beiden fantastischen Menschen zu stehen, die beide noch die Chance haben auf einen Startplatz in der 4. Champions League des Jahres. Und wenn man in dieser 4. Champions League des Jahres gewinnt, dann kommt man ja in die Jahresfinalwoche. Und dort gibt es wiederum 25.000 Euro zu gewinnen. Das wäre doch was, oder? The winner takes it all, meine Damen und Herren. Vorher aber noch einiges zu kochen. Und deshalb sage ich, an die Töpfe, fertig und los geht's. Jawohl. Ach ja. Und wie es so Sitte ist bei uns bei einem ordentlichen Küchenschlachtfinale, gibt es natürlich heute auch wieder ein Gericht aus meiner Feder. Und ich muss sagen, ja, es ist nicht ohne. Es ist doch einiges zu kochen. Es ist auch komplex. Aber ich möchte meine Kandidaten ja auch immer ein bisschen auf die Champions League vorbereiten. Und dort treffen sie natürlich auf Gegnerinnen, die sich wirklich gewaschen haben. Deshalb kein Streichelkurs. Aber ich glaube, die Aufgabe ist auf jeden Fall machbar. Wir haben großartige Zutaten. Und ob meine Kandidaten Probe gekocht haben oder eher blauäugig da reingehen, das werde ich gleich in Erfahrung bringen. Ich möchte Ihnen aber nicht vorenthalten, wer heute hier am Jurorentisch sitzen wird. Das ist unsere beste Zutat heute. Ich freue mich auf die Kochlegende Thomas Martin heute am Jurorentisch. Also Thomas Martin als Koch, unfassbar. Also auch, dass der überhaupt mal mein Essen probiert. Ich glaube, das ist schon ein ganz besonderer Moment. Eine absolute Ehre, würde ich sagen. Also er ist so ein geschätzter Spitzenkoch. Ja, schon als Kind hat er die Küchenschlacht geschaut und das ist noch gar nicht so lange her, denn er ist erst 23 Jahre jung, kommt aus dem hohen Norden, ist hier angetreten, am Anfang mit der Unterstützung der Oma, glaube ich. Ich freue mich erstmal auf den Tom. Ist es richtig? Mit im Kindesalter schon die Küchenschlacht geschaut? Ja, nach der Schule. Das passt ja immer 1A. Dann machen wir andere Hausaufgaben oder sowas. Ja, da hast du ja natürlich. Hausaufgaben habe ich auch immer natürlich alle gemacht und danach erst geguckt. Ja, das ist in der so, Reihenfolge natürlich. Das ist so vorbildlich, ja, mein klar, lieber Tom. Also, klar. Das nenne ich mal kulinarische Früherziehung. Und dann, warst du, glaube ich, regelmäßig bei Oma auch zum Essen? Genau, also dann Mittagessen nach der Schule bei Oma immer gerne gehabt. Mhm. Und da dann viel abgeguckt und angefangen. Und seitdem eigentlich immer regelmäßig gerne in der Küche. Viel Spaß da dran. Ja, und jetzt im Finale einfach mal. Ja. Was ist los? Ne? Ich kann es auch noch nicht glauben. Insofern. Genau, da müssen wir auch ein bisschen drüber reden. Vorher möchte ich natürlich, oder würde ich mal erzählen, was es gibt, oder weißt du es auch?
Besser wär's, ne? Ja. Also, es gibt ein Rehmedaillon heute, schön gebraten. Dazu ein Kartoffel-Pfifferlingsrösti, geschmorter Chicorée und eine Holunderjus. Das ist das Gericht, ne? Genau, super. Und jetzt die große Preisfrage an dich, lieber Tom. Hast du Probe gekocht? Nee. Ich muss gestehen, ich habe mir das Rezept auch, bevor ich hier angetreten bin, gar nicht richtig angeguckt, weil ich dachte, für mich wäre das gar nicht relevant. Also entweder ist das Wahnsinn, entweder ist das Wahnsinn oder Mut oder Selbstbewusstsein. Oder Leichtsinn. Oder Leichtsinn. Letzten Endes sind das einige Hürden, die Rehmedaillons, die Garschuhe vom Reh beachten und dann ist es auch sehr schnell so durch. Da muss man aufpassen, weil die nicht so dick sind. Dann bei der Holundersoße hätte ich gerne schöne Farbe und dass sie eben nicht zu dünn ist nachher, dass die Konsistenz stimmt. Dann habe ich beim Rösti, dass es eben nicht zu weich ist, dass es eine schöne goldgelbe Farbe hat und heil auf dem Teller landet. Und der Chicorée darf ein bisschen knusprig sein, in welcher Form auch immer, ob da was drüber ist, drum gewickelt oder paniert, frittiert ist. Mal gucken. So wie ich dich einschätze, hast du einfach nicht damit gerechnet, dass du ins Finale kommst. Oh, das war nicht so gut. Ich bräuchte noch mal Rotwein, den habe ich gerade ausgekippt. Ja, wenn du ein Glas haben wollen würdest, kannst du es auch nicht sagen. Ne? Musst du nicht ausschütten. Ja, ich trinke gleich vom Teller. Nein, aber wahrscheinlich hast du gar nicht damit gerechnet, so weit zu kommen. Nein, ich mal. Überhaupt nicht tatsächlich. Man muss... Ja, lass es ruhig ein bisschen liegen. Lass ja, es ist nur, ich habe die Pfanne ziemlich heiß, bevor mir das unten anbrennt. Warte. Ah ja, okay. Mhm. Zack. Vielleicht musst du, ja, okay. Ich lege den gleich nochmal vernünftig zusammen. Okay. Nee, genau, ich bin ja angetreten mit der Prämisse, ich koche einfach was Leckeres, bringe was auf den Teller und guck dann mal, wie weit es mich bringt. Und jetzt stehe ich auf einmal hier. Ja, und, jetzt, und dann gegen so eine Maschine wie die Elke, ne? Ja, unfassbar. Also, ne? Dreimal Tagessieg hat sie geholt, ne? Mit was für einer Konstanz Elke auch kocht, das ist wirklich unglaublich. Schönes Kompliment. Was sind deine Zusatzzutaten, die du dir noch ausgesucht hast? Das ist ja... Ja, ich bin sofort wieder bei dir. Gib mir eine Sekunde. Ja, so. Auch zwei oder drei. Ja. Was machst du denn da jetzt? Einmal, ich habe gerade das Reh in den Ofen gepackt, einmal scharf angebraten von beiden Seiten. Mhm. Sehr versiert. Sind das die Zusatzzutaten hier? Ja, genau. Ich habe mir ausgesucht Orange, Madeira und Rosmarin. In weiser Voraussicht dessen, dass unser Juror ja auf leckere Soßen steht. Insofern ist die Hoffnung, dass die Holundersoße so ein bisschen mit bisschen Orangenapfel, ein bisschen frischer Orange, ein bisschen Madeira und dem Rosmarin noch ein bisschen abrunden kann und ein bisschen, noch ein bisschen mehr meinen eigenen Touch geben kann. Ich habe das große Gefühl, dass das alles recht durchdacht ist bei dir. Der Rotwein kommt jetzt auch. Also läuft. Also wenn es bei dir heute nicht läuft, dann weiß ich auch nicht mal lieber. Ne? Ja, gerade schon mal angekündigt, dreimal Tagessieg geholt. Sie ist hier angetreten, weil sie gesagt hat, dieses Jahr, da möchte sie einfach ein bisschen out of the box denken und möchte einfach gewisse Challenges annehmen. Und die Küchenschlacht ist eine davon. Ich hoffe, sie kommt jetzt gleich mal zu mir. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Elke. Elke, du schenkst deinem Reh aber sehr viel Aufmerksamkeit. Ja. Ne? Das ist aber... Das braucht das jetzt. Das ist noch klein. Okay, das ist aber sehr liebevoll, wie du das machst gerade. So. Angebraten, rein. Und da ist sie, die Elke. Schön, dass du da bist. Danke. Ich muss ja gerade mal Fett abgeben, ne? Hab ich mal gesehen. Aber sie geht immer wieder, ne? Bin schon wieder da. Ach, schön. Ja, wie geht's dir? Dreimal Tagessieg geholt hier. Out-of-the-Box-Challenge, was hat es damit auf sich? Ja, das, ich denke immer, man fühlt sich in der Komfortzone, fühlt man sich wohl. Mhm. Aber ab und zu ist es halt auch spannend, mal aus dieser Zone rauszukommen und was Neues zu probieren. Und der Gang in die Küchenschlacht war auf jeden Fall. Bereust du es oder? Nein, auf gar keinen Fall. Also das war wirklich eine tolle Woche. Ich hätte also auch nicht gedacht, dass ich so weit komme. Und dann womöglich auch noch Tagessieg, um Gottes Willen. Hätte ich nicht dran gedacht, nein. Ja, und Finale, jetzt stehst du halt auch im Finale. Und jetzt stehe ich im Finale, so sieht's aus. So sieht's aus, ja. Absolut. Und Tom hat ja gerade schon sehr liebe, lobende Worte für dich gefunden. Tom könnte ja dein Sohn sein eigentlich, ne? Ja, das ist richtig. In dem Alter habe ich zwei, genau. Sie kennt das Desaster. Was sagst du? Sie kennt das Desaster in dem Alter. Genau. Na, also. Wie heißt große Kinder, große Probleme? Oder genau, so ähnlich, genau, ne? Ja.
Was sagst du zu Tom? Ah, super stark. Also mit 23 Jahren. Ich habe so mit 23 Jahren nicht gekocht. Ja, toll. Macht er gut. Versiert, ne? Doch, klasse. Ja. Ist ein starker Gegner, würde ich sagen. Liebe Elke. Also ganz glaube ich dir natürlich nicht, dass du nicht geglaubt hast, dass du ins Finale kommst, denn es gibt von dir ein Foto vom Probekochen. Ja, ja, tatsächlich. Ich habe Probe gekocht, aber es hat mir natürlich auch interessiert, wie dein Gericht ist. Ne? Ah, und es sieht aber auch ganz gut aus, muss ich sagen. Also der Garpunkt ist top. Wie hat es geklappt mit der Zeit? Die Zeit habe ich dabei nicht im Auge gehabt. Also ich habe für 4 Personen gekocht und war froh, dass ich das so auf den Teller gekriegt habe. Und wer hat es abbekommen? Wer durfte oder wer musste ran? Mein Mann, mein jüngster Sohn und seine Freundin, die mir freundlicherweise das Reh besorgt hat, weil der Vater passionierter Jäger ist. Dein Mann lebt zumindest noch, er sitzt nämlich hier in der ersten Reihe, ne? Ja, genau, so ist es. Oder ist da der Sohn auch noch? Nein, nein. Nur nein, der Mann, ne? Ja, genau. Und wie war es, das Gericht beim Probekochen? Es war sehr, sehr gut, aber auch sehr, sehr kompliziert zu machen, mein lieber Nelson. Oh, du forderst deine Kandidaten schon, aber so muss es sein. Ne? Hör ich so da leichte, leichte nee, großes Kritik, Kompliment, oder? Tolles Fleisch, was ein bisschen schwer zu beziehen war um die Jahreszeit. Aber ihr in der Pfalz ja. habt doch, da springen doch einige Rehe rum, also ja. Außer ja, Elke. Ja. Ja. Ach so, ja, so meinst du. Ja, ja, ja. Auf ja. ja aber du siehst gut aus. Du bist jetzt seit wann ist er jetzt da? Die ganze Woche schon. Ganze Woche, ja, ja. Treu, ganze Woche. Leute treu mit dabei. Drück die Daumen und mal gucken, vielleicht gibt es da noch ein bisschen was ab später. Das wäre nicht schlecht, ja. Eine Reibe? Sehr gerne. Ich besorge dir eine Reibe und du, liebe Elke, erzählst uns, was du für Zusatzzutaten hast. Ich habe als Zusatzzutaten einen rosa Pfeffer gewählt und ein Fleur de Sel. Ja. Und ein bisschen Schnittlauch. Das will ich vielleicht nachher noch in die Pfifferlinge machen. Und was steckt dahinter für Gedanken? Ah, das Rehfleisch als solches ist eigentlich ein sehr aromatisches Fleisch und das braucht eigentlich keine wesentlichen Zusatzaromen mehr, außer Salz und Pfeffer. Und dann dachte ich, so rosa Pfeffer könnte gut dazu passen. Okay, dann bin ich mal gespannt, ich auch. Wie es laufen wird bei euch beiden. Wir sind alle dabei. Und wenn Sie mögen, würde ich auch eine Kleinigkeit kochen. Wir halten es ja immer so, dass wir versuchen, möglichst wenig Lebensmittel zu verschwenden. Deshalb koche auch ich heute mit Reh. Bei mir gibt es ein gebratenes Reh mit einem servierten Knödel und gebratenen Pfifferlingen. Und so geht's. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal an die Serviettenknödel. Die brauchen am längsten. Dafür habe ich altes Brot bzw. ein bisschen Weißbrot und altes Weckle. Was ich da reingebe, ist zum einen Speck und Zwiebel. Da habe ich mir erlaubt, das im Vorfeld schon mal anzubraten. Gibt einfach einen super Geschmack. Geben wir hier einfach mit dazu. Kräuter finde ich immer toll, in Form von Petersilie heute hier. Dann brauchen wir natürlich ein Bindemittel. Das geht bei mir hinzu in Form von Ei. Auch ruhig das Eiweiß mit dazu. Also es gibt auch Rezepte, die eben nur Eigelb vorsehen. Aber das Eiweiß, finde ich, macht das Ganze immer ein bisschen locker. Parallel dazu habe ich mir einen Topf mit Milch aufgestellt. Da ist drin ein bisschen Muskatnuss. Und ich gebe da jetzt noch ein bisschen rein Salz. Mache ich deshalb, weil sich das Salz natürlich hier in der Milch noch ein bisschen besser auflöst. Und dann vermengen wir mal die Masse hier mit den Eiern. Auch das mache ich, damit sich das Ganze so ein bisschen besser verteilt. Eins können wir noch dazugeben, zur Sicherheit. Da bin ich heute ein bisschen ein Schisser. So, und dann, wenn wir soweit sind, kommt diese heiße, hoffentlich bald kochende Milch oben drüber. Ein bisschen Geduld haben hier, ja, ist aber heiß genug. Wichtig ist natürlich, dass die Milch so heiß ist, dass das Eigelb eben bindet. Und dann gibt man das einfach hier schön vorsichtig oben drüber. Und immer wieder mal zwischendurch vermengen. Parallel dazu habe ich ein Wasserbad aufgestellt. Serviettenknödel, wie der Name schon sagt, hat man nämlich früher, anders als die klassischen Klöße, die man ja so einzeln formt, in der Serviette gegart. So oldschool mache ich es nicht.
aber ich gar es auch im Wasser. Und zwar folgendermaßen, ich habe mir vorbereitet eine Alufolie, die ich wiederum mit Öl bestrichen habe, und eine Klarsichtfolie, die ich draufgegeben habe. Die lege ich mir jetzt hier aufs Brett, gebe hier meine Serviettenknödelmasse drauf, so soll sie ausschauen, ja. Und, mein Gott, das ist ja eine Riesenrolle. Ich glaube, es gibt heute ein bisschen was für euch. Ja, es ist aber ein bisschen sehr viel. So viel kann man nicht machen, das passt nicht in den Topf. So, dann räumen wir das Ganze hier schön ein. Und ziehen das Ganze zu, machen das Ganze wie so ein Bonbon. Und ich glaube, ich habe mich heute richtig verschätzt. Passt die hier rein? Ja, sie passt. Okay. So, bevor ich mein Reh anbrate, einmal der kurze Check zu Tom. Ja. Was hast du am Start? Ich habe gerade hier mal meinen Riesenrösti ausgebreitet. Dein Riesenrösti, das ja. ist eine schöne Alliteration, ne? Den backe ich jetzt hier in ein bisschen Butter und... Wie hast du den gemacht? Erklär mal für unsere Zuschauer. Ja, Kartoffeln gerieben, dann habe ich Pfifferlinge klein gehackt, bisschen Petersilie klein gehackt, Schalotte klein gehackt, Salz, Pfeffer, Muskatnuss. Ist da noch irgendwas drin? Ein Ei natürlich und ein bisschen Bindung, Kartoffelstärke, ne? Genau. Für die Bindung, ja. Damit mir das Ganze hier nicht gleich in der Pfanne zerfällt. Mhm. Und jetzt habe ich es eben in Butter und ein bisschen Speiseöl, damit die Butter nicht gleich direkt braun wird und verbrennt, eben reingepackt und jetzt auf mittlerer Hitze langsam knusprig braten. Wie ist es für dich, so ein, jetzt mein Gericht zu machen? Ist es cool? Ich habe irgendwie das Gefühl, du bist relativ lässig. Das macht total Spaß. Also, es ist ein schönes Gericht. Also Reh an sich ist ja ganz feines Fleisch, was jetzt auch nicht immer gibt, sondern eher so Sonntagsgericht. Ich liebe gute Soßen auf Basis von Rotwein. Und ja, genau, insofern. Ja, das macht ein super cooles Gericht. Das macht einen super Eindruck, muss ich sagen. Also, wo sind jetzt die Eltern? Links unten an der Treppe. Okay. Ich habe das Gefühl, die sehen aus relativ stolz aus, muss ich sagen. Also, oder? Da ist ein fetter Smile übers gesamte Gesicht. Ist doch cool. Ja, auf jeden Fall. Ne? Ich auch. Und ihr habt, ich glaube, ihr habt mehr davon, von diesen... Ja, drei. Drei, ne? Einmal Zwillinge, glaube ich. Richtig. Ne? Und er muss alleine da durch, oder was? Ja, die sind ja so wenig auseinander, das sind eigentlich Drillinge. Ach so, okay. Oh ja. Oh ja, da würde ich jetzt tatsächlich nicht wirklich wissen, wer jetzt welcher ist. Ach ja, stimmt, das ist ja ein Bild. Ja. In der Mitte ist, ja, Tom ist in der Mitte, ne? Ja. Oder? Ja. Ah, siehst du? Also, alles Gute, schön, dass ihr da seid. Danke. Drückt die Daumen. Und ja, mein Serviettenknödel kocht wie Wäsche, das sollte er nicht. Den beschwere ich ein wenig. Damit er schön im Wasser liegt. Dann tue ich jetzt mal meinen Kandidaten gleich und werde das Reh anbraten. Pfanne ist relativ heiß, schon fast zu heiß, aber ist nicht schlimm, denn wir wollen schnelle Röstaromen haben. Das ist Braten, das ist Fleischbraten. Ich würze immer vorher ordentlich mit Salz, Pfeffer. Pfeffer haben wir auch hier irgendwo. Nein, haben wir doch, da hinten haben wir es, jawohl. Und dann geht mein Reh auch rein, ab, einmal hier, einmal hier. Wie macht ihr das mit der Kerntemperatur, liebe Elke? Meins ist schon durch, meins ist schon fertig. Meine Kerntemperatur ist erreicht und das ist jetzt zum Ruhen in der Alufolie. In Alufolie, okay, ja. Du hättest es ja auch in den Ofen geben können, ne? Weil in Alufolie hast du natürlich so einen kleinen Mini-Ofen nochmal, ne? Also das. Ja, aber der Ofen ist ja warm, ne? Ja, und hast du es zu Hause auch in Alufolie gehabt? Ja. Ich meine, das war ja perfekt, ne? Ja, ich hoffe. Also scheint ja gar nicht so schlecht zu sein. Diese Rehbeteiligungen sind sehr schnell fertig. Je nachdem, wie dick sie auch sind, reicht es sogar, wenn man sie in der Pfanne komplett fertig brät. Was ich erwarte nachher ist, dass sie eben von der Garstufe her Medium bis Medium Rare sind. Eher Medium, aber schon so Richtung Medium Rare gehen, so ganz leicht. Du kochst sonst gerne mit deinem Mann unter der Woche oder auch am Wochenende?
Ich koche jeden Tag. Wir haben keine Möglichkeit, uns mittags gut zu versorgen, irgendwie eine gescheite Kantine oder so. Und insofern wird bei uns eigentlich immer schon abends gekocht. Und, ja. Ja, und wir haben ja gerade ein bisschen drüber gesprochen, dass Tom auch dein Sohn sein könnte. Du hast ja auch zwei Söhne. Genau. Und da ist, glaube ich, einer auch relativ erfolgreich unterwegs, ne? Ja, der Große, der Florian, der war Leistungssportler, der hat Leichtathletik betrieben. Ja, ich würde sagen, er war relativ erfolgreich. Er ist also Vize-Europameister der Junioren geworden auf den 110 Meter Hürden. So, da sehen wir ihn auch. Ne? Vize im was vom Sport? 110 Meter Hürden. Okay, Wahnsinn. Ne? Ja. Du gehst da ganz anders dran als Tom. Tom hat den Riesenrösti gemacht in der Pfanne. Du machst kleine Röstis. Genau. Ja, okay. Mit dem Metallring, dass die schön rund werden. Mhm. Schauen wir mal. Wie machst du das gleich, Tom? Stichst du die aus dann? Oder? Genau, ich suche mir das schönste Stück raus und stech das dann aus. Mhm. Okay, wir erklären es noch einmal. Wir haben drin Kartoffeln, wir haben drin die Pfifferlinge. Die hast du nicht gebraten vorher, ne? Nein. Was hast du noch rein? Petersilie habe ich noch rein, ein Eigelb, Salz, Pfeffer, Muskat. Sehr schön. Also das Reh liegt hier zum Ruhen. Die Röstis liegen da. Soße reduziert. Wie hast du die angesetzt? Da habe ich jetzt eben den Bratensatz habe ich abgelöscht mit Portwein und mit Rotwein. Und dann ist Wildfond dazugekommen. Jetzt reduziert das ein wenig. Mhm. Und ja, dann wird das nachher noch abgeschmeckt mit Holundersaft und Holundergelee. Holundersoße passt natürlich toll zum Reh. Die Soße darf gerne so fast schwarz sein. Das wäre natürlich toll. So, ich lösche hier auch mit Holunder ab. Ich ziehe mir nämlich auch noch eine schöne Jus. Ich habe den Holundersaft jetzt hier reingegeben, gebe jetzt noch ein bisschen Jus drauf. Lass das Ganze ein bisschen reduzieren. Dann nehmen wir uns noch mal die Pfanne weg für die Pfifferlinge. Dein Chicorée, ist das deiner hier, ne? Oh, sieht der. Nee, sieht gar nicht so schlecht aus, aber ich wollte dich noch mal dran erinnern. Ja. Ist auch gemein gewesen jetzt, ne? Meinst du, ich soll mal? Ich weiß nicht, was meinst du mit mal? Ja, mal umdrehen und mal gucken. Das musst du entscheiden, du. Ja. Hm? Vielen Dank. Ich schau mir mal deinen Riesenrösti an. Und ich gehe auch mal an deine Soße, wenn ich darf. Gerne. Ah, Mist. Und? Was sagt der Chicorée? Ja, ist ordentlich Röstaroma dran, wie sich das gehört, ne? Wie sich das gehört, oder? Ja, ein bisschen viel. Hm. Ja, machen wir ein bisschen die Abkratzmethode, ja, ne, oder? Ja, genau, gleich? Wollte ich gerade sagen. Ja? Das schauen wir ab. Mhm. Mhm. Immerhin ist der Speck kross, das ist schon mal die halbe Miete. Ja. Man muss nur alles positiv ausdrücken, ne? Sowieso. Ja. Das ist gut geröstet, passt wunderbar, weil die Soße ist ja auch süß, dann passt das. Ja, muss ich sagen. Da würde ich noch mal so ein bisschen dran gehen, aber es hat schon eine schöne Basis, gut. Muss ich sagen. Ist gut. Vielen Dank, ja. Danke. Wie sieht es bei deinem Chicorée aus? Den habe ich jetzt ausgemacht. Mhm. Ich würde sagen, ich brate in der Zwischenzeit auch mal ein paar Pfifferlinge. Salz und Pfeffer dazu. Topf kann man runterstellen. Serviettenknödel ist halb nicht schön, aber fertig. Ein paar Schalotten gebe ich hier noch mit dazu. Und dann einfach schön ein bisschen anschwenken. Dann packen wir mal. Ui, hey, Polterabend. Dann. Ja, Serviettenknödel hier vielleicht noch, hier könnte er vielleicht noch einen Augenblick, aber hier im dünneren Ende sieht er echt gut aus. Den packe ich jetzt mal aus, stelle mir die Pfanne noch mal auf und schneide da mir jetzt einfach mal so ein schönes Stück raus. Der ist auch schön fluffig geworden, ja, ganz schön hier, schön gegart, richtig toll. So, und da machen wir uns jetzt mal so ein schönes Teil hier. Das braten wir uns nämlich noch mal an. Hier in der Pfanne, da haben wir noch ein bisschen Öl drin. Soße können wir so ein bisschen daneben stellen. Mein Reh habe ich rausgenommen. Wie schaut es mit deinem Reh aus, Tom?
Ich glaube tatsächlich, ich habe es bei 55 rausgenommen. Es ist aber, glaube ich, ein bisschen zu weit gegart. Das werden wir aber am Ende sehen. Ich traue mich jetzt noch nicht anzuschneiden. Okay, aber wo liegt es jetzt? Ich habe auch das Thermometer rausgenommen, damit es mich nicht verrückt macht. Tatsächlich. Damit es dich nicht, dass das Thermometer dich nicht verrückt macht? Ach, genau, es ist unter dem Handtuch. Unterm Tuch, das ist aber auch eine Technik. Ja, ich hatte gerade keinen Deckel zur Hand. Oh, das fühlt sich ganz gut an. Fühlt sich gut an, sagst ja. du? Hier ist noch so ein bisschen Restwärme im Ofen. Also wenn du möchtest, kannst du es auch hier reinstellen. Aber ich mache mir da beim Garpunkt jetzt gar nicht so Sorgen. Super, ich stelle mal erstmal dazu. Der Fairness halber auch mal bei Elke in die Folie, wenn ich darf. Darfst du? Ja, ich glaube, da vom Garpunkt seid ihr gleich auf. Bin sehr, sehr gespannt. Das wird ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Soße bei Tom habe ich probiert. Ja, die ist noch relativ dünn. Die ne? ist noch dünn, genau. 5 Minuten noch. Das heißt für mich. In der Tat. Anrichten. Die Pfifferlinge sind weg, oder? Sind runter? Ja, dann mache ich noch mal eine neue Runde mit Röstaromen. Ah. Nur deshalb sind sie auch überhaupt runtergefallen. Ja, ne? Total. Naja, wenn mir der Teller runterfällt, dürfen auch dir die Pfifferlinge runterfallen. Ne? Ja. So, Pfifferlinge, Soße haben wir, Reh haben wir, Serviettenknödel haben wir. Das heißt für mich Anrichtezeit. Damit ich in den letzten Minuten dann noch mal bei euch sein kann. Oh, jetzt habe ich dir. Sorry, ich habe dir Sieb. Das war jetzt aber ein Anschlag, oder? Ja. Ich wollte es nicht aufheben. Ich dachte, du könntest das einmal ganz kurz für mich erledigen. Wo soll ich es hinlegen? In die Spüle? Ja, genau. Sehr gerne, Tom. Du bist ein Schatz. Da habe ich jetzt das Küchentuch hingepackt. So, Serviettenknödel. Da können wir die Pfifferlinge hier schön oben drauf geben. Dann haben wir unser Reh. Das holen wir mal aus dem Ofen. Nicht, dass ich jetzt Toms Reh nehme. Das schneiden wir jetzt mal schön an hier und hoffen, dass der Garpunkt getroffen ist. Man kann das entweder klassisch als Medaillon schneiden, im Übrigen, oder aber auch so ein schöner englischer Schnitt. Auch das ist richtig schön, ja? Wenn man es hier so richtig schön der Länge nach aufschneidet. Ja, toller Garpunkt. Legen wir jetzt einfach hier schön hin. Vielleicht hier noch so ein bisschen Kresse drauf. Jus. Bisschen angießen. Ein paar Preiselbeeren hier nochmal auf den Serviettenknödel. Und dann ist mein Reh für Sie heute, meine Damen und Herren, fertig. Liebe Elke, 2:40 noch. Und ich laufe schon zu meinem Teller, ne? Oh, das ist gut. Für eine Finanzbeamtin schnell. Ne? Oh. Lieber Tom, jo. Elke hat schon ihren Teller am Start. Ja, ich muss mich jetzt mal kurz sputen hier. Mir sind meine Pfifferlinge runtergefallen, das hat ein bisschen den Zeitplan verhauen. Na ja, gut, du hast die Soße fertig. Genau, die montiere ich jetzt schnell auf. Mhm. Oh, ja, genau. Pass auf, die wische ich jetzt mal. Vielen Dank. Das kannst du dir auf jeden Fall in dein Tagebuch schreiben. Nelson Müller wischte mir die Pfifferlinge vom Boden. Ne, so ein schönes neues Studio hier. Und ich mag gleich alles gut. Ich, ne? So, Sound ist da. Letzten 2 Minuten heißt das. Röstis sind drauf. Bei Elke. Sehr sauber gearbeitet, muss ich sagen. Bei mir nicht. Tom, ein bisschen Chaos veranstaltet, das heißt aber gar nichts. Es kann trotzdem alles wunderbar lecker und schmackhaft sein. Darauf kommst du mich jetzt an, auf die letzten Geschmacksnuancen. Ich schalte hier mal aus. Aha. Teller kommt auch raus. 1:20 noch. Ist da noch ein extra Süßchen für den Chicory? Nein, das war diese Thymian-Honigbutter. Oh. Die fand ich so lecker. Ah, sehr schön. Und Tom startet mit Pfifferling. Ein größerer Rösti. Andere Anrichtetechnik hier. 1 Minute noch.
Ja, hier ist ein bisschen Alarm heute. Ja, alles gut. Genau, Reh jetzt schön aufschneiden, perfekt. Wir sind bei nur noch 30 Sekunden. Hier geht noch frischer Schnittlauch drauf, sehr schön. Reh wird aufgeschnitten bei beiden. Sehe ich tolles Rosa, sehr schön. 20 Sekunden noch. Wir sind bei 15. Nicht zu viel. 10, 9. Zwei, eins. Finaltag. Es geht um den Einzug in die Champions League und ich bin mal gespannt. Wir haben ein schönes, saisonales Gericht von Nelson Müller. Mal schauen, was die beiden daraus machen. Ja, das ist wirklich aus der Komfortzone, das Gericht eines anderen zu kochen und dann noch in so Kleinteiligkeit in dieser Zeit. Aber es ist dir gelungen, liebe Elke, optisch zumindest. Was sagst du inhaltlich? Ich denke, inhaltlich ist es auch gut geworden. Mit dem Garpunkt bin ich eigentlich zufrieden. Die Soße ist auch lecker. Die ist weniger süß, als ich sie beim Probekochen hatte. Und insofern bin ich jetzt mal gespannt, was passiert. Ja, ich auch. Mein lieber Tom, auch du musstest dich dieser Aufgabe stellen. Es ist einiges passiert bei dir. Aber Teller steht. Was sagst du? Ich glaube, stark angefangen, stark nachgelassen, beschreibt es ganz gut. Ich glaube, der Garpunkt vom Reh ist ganz okay, ist vielleicht ein bisschen drüber. Die Soße ist lecker. Der Chicorée ist ein bisschen sehr geröstet. Und bei den Pfifferlingen, dadurch, dass sie mir einmal runtergefallen sind und ich sie nochmal machen musste, bin ich mir nicht sicher. Insofern schauen wir mal. Die Küchenschlacht als Lebenschallenge. Ja, das wünschen sich viele und machen auch viele, aber ins Finale kommen eben nicht so viele. Und diese Challenge könnte durchaus weitergehen, wenn man in die Champions League kommt. Es könnte Elke sein, es könnte Tom sein. Ich gönn's auf jeden Fall beiden. Entscheidend tue ich das nicht, sondern unser lieber, großartiger Juror Thomas Martin. Das roch richtig gut, als ich reinkam. Ja. Also es ist einiges passiert hier. Aber es riecht nicht angebrannt oder so, es riecht angenehm. Ja. Das. Ja, ich sehe schon mal zwei Teller, die grundverschieden sind. Einmal hier auf dem weißen Teller, bisschen klarer angerichtet vielleicht, hier so ein bisschen zentrierter angerichtet. Mal schauen. Ich bin mal sehr gespannt. Auf jeden Fall sind wir voll in der Saison Reh-Medaillons. So ab Mai geht's ja los. Und ist dann besonders zart mit Holundersoße, Pfifferlingrösti und gebackenem Chicorée. Ah, okay, mit Speck umwickelt und dann, okay, gebraten. Ja, genau. Ja, toll. Okay, ich fange mit dem Reh an. Anrichteweise. Was ich hier nicht ganz so schön finde, ist, dass die Soße über das Reh gegeben wurde. Das hat vielleicht Hintergründe, mal gucken. Vielleicht hängt es mit der Garstufe zusammen, aber kann man so ein bisschen sauberer außenrum machen. Ich gehe jetzt mal an die Garstufe ran, nehme einfach mal ein Stückchen hier raus. Garstufe ist aber einwandfrei hier, sehr schön gegart, schön durchgehend rosa bzw. medium bis medium rare. Alles gut. Sehr schön gebraten. Nachteil hier, das Reh liegt auf dem Rösti. Dadurch ist das Rösti natürlich sehr schön weich. Gucken wir mal. Das Rösti ist hier nur die Kartoffel und die Pfifferlinge sind separat gebraten. Es ist ein Pfifferlingsrösti. Pfifferlinge sind zwar separat, aber Reh, Rösti, Pfifferlinge, sehr rund im Geschmack, sehr geschmackssicher hier. Sehr gut.
So, machen wir mal den Chicorée. Speck. Sehen wir wieder den Dirigenten? Es ist sehr überdimensioniert, der Chicorée, sehr groß. Speck ist so leicht, hast einen leichten Bitterton. Aber der Chicorée hat eine schöne Konsistenz, ist schön gegart, ist nicht zu weich, nicht zu fest. Also der Chicorée ist von der Garstufe an sich sehr gut geworden, bis auf den Speck. Und diese Dimension ist er sehr gut gegart. So, jetzt gehen wir nochmal die Soße ran. Die war hier großzügig am Fleisch drüber und hier ist nochmal extra Soße. Weil ich ja gerne Soße mag. Ja, 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 man kennt dich mittlerweile. Mhm. Mhm. Okay, Holundersoße. Viel Reduktion ist dabei und leichte Süße, leichte Säure. Passt aber toll zu diesem Reh, weil sie diese Süße und Säure, die sorgt natürlich dafür, dass eben der Wildgeschmack da, das harmoniert besonders. Und also in der Summe geschmacklich sehr rund, toll umgesetzt, schwieriges Gericht, schwieriges Rezept, sehr gut umgesetzt und roh. So, hier haben wir ist alles ein bisschen feiner angerichtet. Heißt aber noch nichts. Ich gehe ans Reh ran, die Garstufe. Drüben war sehr viel Reh auf dem Teller, aber sehr gut gegart. Hier ist die Garung auf den ersten Blick ein bisschen ungleichmäßiger von außen, aber ich probiere es. Ja, aber trotzdem hier schön Medium bis Medium Rare auch. Garstufe ist einwandfrei. Was mir hier sehr gut gefällt, ist, dass hier mal mit einem, ja, es ist ja kein Pfeffer, diese rote Beere, gearbeitet wurde. Das finde ich ganz toll. Die hat nämlich, die ist besser als ihr Ruf. Die hat ein ganz tolles Aroma und passt jetzt hier mit diesem Reh und dieser Soße hervorragend zusammen hier. Eine schöne Kombination. Mhm. Da freut sich die rosa Pfefferbeere aber, ne? Ja. Hat auch so einen Knack, so einen leichten, mit dem Salz zusammen, so einen leichten Knack. Wow. So, jetzt die, was mir hier auch sehr gut gefällt, ist bei den Rösti, zwei kleine Rösti, sauber angerichtet und sind so natürlich ein bisschen röscher auch, etwas röscher als drüben, weil die separat auf dem Teller liegen. Pfifferlinge wurden hier, separat gebraten, oben drauf gesetzt. Geschmacklich sehr gut, sehr rund abgeschmeckt, nicht zu viel, nicht zu wenig von allem. Hier sehr gut, hier die Rösti. Chicorée ist kleiner dimensioniert, sieht natürlich dann auch ein bisschen feiner aus. Garstufe hier gefällt mir auch gut. Der ist gar, hat einen kleinen Biss, aber angenehm. Mit dem Speck zusammen. Sehr gut gemacht. Und jetzt probiere ich nochmal die Soße. Soßen gleich auf. Auch hat eine schöne Säure. Nicht zu süß, kommt gut mit dem Fleisch zusammen und den ganzen Zutaten. Also erstmal, Nelson, super, super Rezept. Also das hast du schon mal hier dir gut ausgedacht. Wow. Weil ich finde, bei dir fühle ich mich wie ein bisschen wie ein Kandidat, muss ich sagen, wenn du sowas hast. Das wollte ich gar nicht. Aber ja, nein. Das ist. Aber das liegt auch daran, weil ich finde, dass das passt alles so zusammen. Weißt du, Pfifferling und diese Holundersoße und Reh und Chicorée auch. Ja, das ist alles so echt harmonisch. Also habt ihr beide auch hier grün, super. Habt ihr beide richtig toll gemacht. Herzlichen Dank.
Bei den Soßen seid ihr gleich auf. Ansonsten gibt es Unterschiede. Ich fange mal bei Rot an. Chicorée ein bisschen übergroß dimensioniert. Konsistenz ist gut. Speck ein bisschen zu dunkel, dadurch ein leichter Bitterton. Das Reh ist auf dem Rösti angerichtet, dadurch wird es etwas zu weich. Und geschmacklich aber gut, das Rösti. Die Pfifferlinge separat angerichtet. Ist aber ähnlich wie drüben, nur dass sie drüben drauf liegen. Aber geschmacklich gut, aber nicht knusprig genug. Das Reh ist sehr gut gegart, sehr viel auf dem Teller. Sieht nicht ganz so ansprechend aus, aber Garung ist gut, geschmacklich auch. Soße habe ich gesagt, sind sie gleich auf. Hier bei Grün, sehr schön die Rösti angerichtet. Zwei kleine, sah toll aus. Das Reh sehr gut gegart. Die Soße habe ich gesagt, gleich auf. Der Chicorée hat hier ein bisschen mehr Biss. Der Teller ist im Großen und Ganzen feiner angerichtet, was mir besser gefällt. Und zusammen das Abspecken des Rehs gefällt mir auch sehr gut mit diesem rosa Pfefferbeeren und dem Salz. Aber in der Summe ist der Teller einfach schöner angerichtet und geschmacklich auch rund. Deswegen ist für mich eigentlich ganz klar der grüne Teller weiter. Herzlichen Glückwunsch. Ja, auch von mir einen herzlichen Glückwunsch natürlich an die liebe Elke, die damit den zweiten Startplatz in der vierten Champions League des Jahres gewinnt. Glückwunsch natürlich auch an Tom. Der hat noch alle Zeit seines Lebens, sich Siege einzufahren. Nächste Woche geht es weiter mit einer gut gelaunten Zora-Clip und tollen Kandidaten. Ich hoffe, Sie bleiben uns treu. Alles Liebe. Ciao, ciao. Ihr Nelson Müller.